Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Willkommen zurück zu Gran Turismo 7. Heute mit zwei Nissan GT-R, beziehungsweise Nissan Skyline-Fahrzeugen. Wir starten mit dem Nissan GT-R. Den habe ich schon vorweggenommen. In Gelb. Oh. Auf Dragon Trail. Gärten heißt die Strecke, glaube ich. Küste gibt es auch noch. Die hatten wir letztens. Das ist die mit dieser Death Chicken. Mit dem Todeshühnchen. Ja, und jetzt sind wir mit weichen Rennreifen hier unterwegs. Erstmal mit ganz normalen Nissans. Alter, okay. Und der hat mit weichen Rennreifen absolut grandioses Kurvenverhalten, aber ist dadurch auch ein bisschen rutschig. Kleiner Grafik-Fehlereffekt. Dadurch, dass ich über den Curb gefahren bin und ich glaube, die Kamera dachte, hey, der fährt jetzt voll über den Curb. Die Physik sagt, nö, wir federn das alles ab. Kam irgendwas Komisches zustande. Wie auch immer. Gucken mal, wie es läuft. 5 Runden. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Reifen geben ihm so viel mechanischen Grip dem Auto, dass der gerade komplett komisch fährt. Die Vorderachse ist unheimlich stark. Das Heck kommt quasi gar nicht mit. Der frisst sich teilweise gut in die Kurven rein. Aber teilweise rutscht das Heck einfach nur mit, ne? Tschüss. Ach, schöner R33. Es gab letztens einen in Deutschland, R33 Midnight Purple. 50.000 Euro, ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer der hatte. Ultimativ schönes Auto. Wirklich sehr, sehr schönes Auto. Da wieder so einer der klassischen Momente, wo ich mir denke, boah, ich würde so gerne Gran Turismo in Real Life spielen. Und jedes Auto nach und nach collecten. Das wäre so schön. So. Next Wall Manöver. Easy. Ich kann mal eine Sache aus dem Nähkästchen erzählen, hier aus dem Nähkästchen ein bisschen plaudern. Das ist mal so ein kleiner Tipp für die Leute, die gerade ein bisschen jünger sind. Bei, das kann man eigentlich in jedem Alter machen, aber gerade wenn du ein bisschen jünger bist, es tut sich euch schon, wenn ihr ein bisschen jünger seid. Wenn man ein bisschen jünger ist, gibt es einen Tipp von mir. Weil ich selbst gerade so ein bisschen mich darüber ärgere, dass ich das nicht gemacht habe. Ich habe ja tatsächlich so 2 Jahre jetzt Auto-Abo im Prinzip gehabt. Einmal für den Opel Corsa und jetzt auch für den Aston Martin Vantage. Und zumindest die mit dem Opel Corsa, die kann ich mir nicht als schadensfreie Jahre anrechnen lassen bei der Autoversicherung. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber, was ich mir retrospektiv jetzt denke ist, boah, das wäre eigentlich echt cool gewesen, sich irgendeinen günstigen VW Polo früh geholt zu haben. Einfach nur, damit man schadensfreie Jahre bekommt. Und im Zuge dessen auch einen Führerschein deutlich früher zu machen und nicht wie ich mit 25. Weil wenn ich 7 Jahre früher meinen Führerschein gemacht hätte und irgendwie ein Auto mir geholt hätte, was einfach nicht viel wert ist, wo ich im Zweifel sage, ey, das Ding kostet 500 Euro, juckt nicht, wenn der irgendwie kaputt ist, brauche ich keine Versicherung zu bemühen, ja, mit Selbstbeteiligung, bla 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 und bla bla bla. Dann im Zweifel holst du dir ein neues Auto. Das wäre schon ganz cool gewesen, weil dann hätte ich... Ich habe in meinem Leben sehr lange kein Auto gebraucht, deswegen habe ich auch lange den Führerschein nicht gemacht. Ich hatte halt in der Uni 2014 bis 2019 immer mein Ticket und gut davor in der Schule. Da war ich schon ein bisschen faul, gebe ich auch ehrlich zu. Und auch in der Uni-Zeit, da gut, muss ich auch sagen, BAföG ging größtenteils halt so ein bisschen für Unikram oder raus. Ja, und ein großer Teil von dem, was über YouTube reinkam, ging natürlich direkt wieder in YouTube rein. Bisschen was sparste dann auch für Steuern. Weil es in den ersten 2-3 Jahren nicht so unglaublich viel, dass ich dann hätte auch wirklich Steuern zahlen müssen. Beziehungsweise ein bisschen schon, aber ab einem gewissen Punkt dann. Aber du willst halt trotzdem vorbereitet sein, weil du hörst immer so, oh Gott, 50% von der Kohle, die du verdienst, sollst du als Steuerrücklage auch wirklich zurückstellen. Wo Leute auch teilweise dann sagen so, ja, 60-70% wäre noch klüger, weil Krankenkasse kommt auch noch irgendwann. Gilt natürlich aber jetzt nicht für, ey, du verdienst 10.000 Euro im Jahr.
da zahlst du dich noch nicht so dumm und dämlich. Ja, weder was Steuern noch was Krankenversicherung angeht. Krankenkasse angeht. Aber was auf jeden Fall auch jetzt überlege ich gerade. Was auf jeden Fall klug gewesen wäre, wäre tatsächlich recht früh das alles zu machen. Weil dann wäre ich jetzt mit 29 bei 11 schadensfreien Jahren. Wenn ich wirklich mit 18 meinen Führerschein geholt hätte und auch mir irgendwie für 500 Euro ein Auto geholt hätte. Und könnte jetzt sagen, bam Junge, der Porsche Taycan, den ich bald bekomme, plus der GT3 RS, der da auch nochmal später kommt, da steige ich relativ günstig ein. Beziehungsweise bei dem einen Auto steigst du, keine Ahnung, ob du pro Jahr einen Schadensfreiheitsding hochgestuft wirst oder nicht, aber bei dem einen Auto steige ich quasi direkt mit einer guten SF ein, sagen wir von mir aus sogar nur SF8, ja. Irgendwann steigst du vielleicht alle 2 Jahre nur in der SF-Klasse auf, I don't know. Ja, und beim Zweitwagen, gut, ich bin mir sicher, da kannst du die Prozente quasi übertragen von, yo, der GT3 ist es im Regelfall teurer, übertragen wir die höhere Klasse mal da drauf und der Taycan gilt dann quasi als Zweitwagen und dann würdest du wahrscheinlich im Regelfall bei beiden Autos relativ günstig reinkommen. Ja, wäre so etwas, das hätte man retrospektiv einfach machen können, deswegen kleiner Tipp. Holt euch einfach gerne irgendwie noch ein Auto, wo ihr sagt, yo, du zahlst natürlich irgendwo Versicherung pro Jahr, ja, du zahlst natürlich einen gewissen Betrag, aber das kriegst du irgendwann, wenn du ein halbwegs vernünftiges Auto dir irgendwann kaufen möchtest, kriegst du es doppelt und dreifach wieder zurück. Hätte jetzt wahrscheinlich 10 Jahre lang oder 11 Jahre lang 300, 400 Euro oder so gezahlt und würde jetzt wahrscheinlich pro Jahr bei 1000, 1500 Euro an Versicherung sparen, gerade wenn du 2 Autos hast irgendwann. Das wäre absolutely wild. Vorsicht. Jo. Lohnt sich doppelt und dreifach. Und irgendwann noch weit, weit mehr. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das Auto, das du versicherst, auch dann noch überhaupt TÜV bekommen muss. Wenn du den wirklich einfach nur auf dem Parkplatz stehen lässt. Ja. Why not? Oder du hast so deinen eigenen Stellplatz irgendwie. Also, ich möchte mal anmerken, um auch mal aufs Auto wieder einzugehen, der ist leider sehr, sehr meh. Mit Rennreifen, wohlbemerkt. Reiche Rennreifen sind absolut überdimensioniert. Man merkt es halt, ich lenke ein und der macht komische Sachen. Da merkt man, die Physik des Spiels kommt so ein bisschen an ihre Grenzen. Aber man muss auch einfach anmerken, wir sind über eine halbe Minute jetzt vor dem Rest des Feldes. Das heißt, wir haben weit über 40 Sekunden hier Zeit gut gemacht zu den führenden Autos. Alter. Aber so ein Genuss ist es gerade nicht, mit dem GTR zu fahren. Ich kann mir auch vorstellen, gut, entweder das liegt an den Reifen oder an Gran Turismo allgemein, dass er sich hier nicht so gut fährt. Ich habe es ja schon mal für Turboautos im Generellen angemerkt. Hier liegt es jetzt nicht am Turbo. Der ist super stabil. Gerade wahrscheinlich auch wegen Allradantrieb. Aber allgemein gibt es ja Autos, die sich halt in so einem Spiel nicht so gut fahren wie in der Realität. Übrigens etwas, was mir sehr oft aufgefallen ist. Ich meine, ich habe jetzt auch ein recht hochmotorisiertes Auto, das aber jetzt nicht die Aerodynamik eines GT3-Autos hat, wo ich aber sage, selbst wenn ich im Track-Modus bin, gut, die TC schalte ich nie komplett aus, aber in Assetto Corsa Competizione oder iRacing oder sonst wo, da fährst du ja auch mit einer Traktionskontrolle bei den GT3-Autos, im Regelfall, bei ACC mittlerweile nicht mehr, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass du bei Brausbeschleunigen oft in der Realität gigantischen Grip hast. Im Spiel weiß ich nicht. So, jetzt kommen wir mal zu dem anderen Auto, nämlich zum Penske Skyline. Letztens auch angemerkt, ey, ich muss mit diesem Auto mal ein Rennen fahren. Und jetzt sind wir drin. Wow, wir kriegen noch 11 Kilowatt Leistung weg und 108 Kilogramm Gewicht drauf. Schaut euch mal ganz kurz die Leistungspunktezahl an. 708 versus zum Beispiel 750 beim Audi R8 LMS.
Okay, der kriegt ein deutlich härteres BOP-Paket drauf. Okay, okay. Vergesst, was ich gesagt habe. Das schien mir jetzt nur überraschend harsch zu sein, aber... Wir gucken mal. Auch hier jetzt... Wait, nee, ist es ein Sauger oder ein Turbo? Ich glaube, Sauger war das, oder? Nee, der NSX war ein Sauger im, in Gran Turismo 3. Das ist jetzt ein Turbo, okay. Right. Ist auch ein etwas einfacheres Rennen laut Chilischoten-Anzahl. Bin mal gespannt. Ja. Gab es letztens mal einen Kommentar, wo es hieß, die Chilischoten entscheiden bei diesen Rennen über den Schwierigkeitsgrad und nicht auch der Schwierigkeitsgrad, den man im Spiel ausgewählt hat. Genauso wie auch bei Missionen. Da habe ich auch kurz Nö drunter geschrieben. Das Ding ist, bei dem Mazda MX-5-Rennen in Tsukuba war das, glaube ich. Da ist es so, dass wohl die KI tatsächlich einen Einfluss hat auf die Schwierigkeit, und zwar quasi invers, wenn man so möchte. Je höher die Schwierigkeitsstufe ist, desto einfacher wird das Rennen. Ob das jetzt bei den anderen Rennen so ist, weiß ich nicht, aber ich würde eine Sache mit auf den Weg geben. Checkt im Zweifelsfall gerne mal die Schwierigkeitsgrade durch, weil wenn es auf einfach dann wirklich einfacher sein sollte, dann ist es ja ein Win. Wenn es teilweise sogar auf schwer einfacher ist, dann ist es sehr, sehr kurios, aber trotzdem Win für euch, wenn ihr das mal durchgetestet habt. Sorry. Ich muss ehrlich gestehen, dieses Auto hat in Gran Turismo 3 eine riesen Faszination bei mir ausgelöst. Damals, wie auch tatsächlich heute, ich finde es immer noch absolut schön. Ich finde, das ist immer noch ein tolles Auto. Aber in Gran Turismo 7 wirkt er für mich ein bisschen blass. Gerade bei Rennwagen der 90er Jahre oder der frühen 2000er denkt man sich ja immer wieder so, boah, die sind brachial, die sind knallhart, die sind... Da knallt's so richtig. Ja? Der wirkt ein bisschen verhalten, muss ich ehrlich gestehen. Habe ich jetzt nicht das Gefühl so, boah, das ist ein Feuerwerk, was hier komplett gezündet wird. Habe ich irgendwie nicht das Gefühl, dass... Ah, ja, genau, Alter. Wow. So ein Last-Second-Dive. Skyline ist auch, was die Pace angeht, ziemlich verhalten hier. Scheint wirklich absolut nicht schnell zu sein. Lässt sich auch nicht so gut lenken, muss ich sagen. Ist ein bisschen untersteuernd. Komm schon, Auto, ich wollte von dir verzaubert werden. Ich bin gerade hochkonzentriert, nicht vom AMG abgeschossen zu werden. Die haben ja alle eine persönliche Vendetta gegen mich. Beim AMG kann ich es verstehen, da bin ich ja einmal recht hart in der Haarnadel gegen ihn reingefahren. Zwei, fünf, zwei. Oh. Eieieiei, nicht mal eine vernünftige Traktion hat er hier aus der Kurve raus, Alter. Oh Mann. Nee, also
ganz ernüchterndes Erlebnis. Wow. Boah, das macht mir gerade ein Stück meiner Kindheit kaputt, ehrlich gesagt. Never meet your heroes, sagt man ja auch immer, ne? Treffe nie deine Helden. Das habe ich auch gemerkt, als ich Crash Bandicoot in der neu aufgelegten Trilogie gespielt habe. Das ist das erste Crash Bandicoot, fand ich so furchtbar. Vom Schwierigkeitsgrad her auch so ganz, ganz, ganz strange. Ich meine, ich lenke hier ein und ich kann nicht voll durchfahren mit... Klar, mit einer etwas ungünstigen Linie vorher, aber... Was ist denn los? Der Benz schiebt einfach die Corvette komplett ins Kies. Auch hier wieder. Da muss ich ein bisschen lupfen. Ja, das mit Crash Bandicoot fand ich furchtbar, wie mir das so ein bisschen die Augen geöffnet hat. Oder was ich auch wirklich sehr anstrengend fand, war Tony Hawk. Da gab es ja die Neuauflage von Tony Hawk Pro Skater 1 und 2. Und für mich war die Tastenbelegung auf dem Controller so überladen, dass ich mir dachte, wow, das war damals gefühlt bei Tony Hawk Pro Skater 3. Das war das Einzige, was ich damals gezockt habe. So anders in Erinnerung geblieben. Also ich hatte wirklich das Gefühl, boah, das fühlt sich gut an und so. Und tatsächlich war das retrospektiv furchtbar. Ja. Ist natürlich immer ein bisschen schade. Aber was ich tatsächlich sagen muss, ist, bei Rennspielen hat mich mein Hirn nie so enttäuscht. Im Regelfall sind die Rennspiele, an die ich mich auch sehr positiv zurückentsinne, auch wirklich, wirklich gut. Ja, so komme ich sogar voll durch. Nice. Man muss halt die Linie ein bisschen anpassen, aber das ist halt das Ding. Kurven, die eigentlich selbstverständlich voll sein sollten mit so einem GT3-Auto, sind es hier gerade gefühlt nicht. Oder ich habe den Vergleich der anderen GT3-Autos nicht mehr im Kopf. I don't know. Nee, aber so... Midnight Club 3 Double Edition Remix habe ich letztens sogar nochmal auf der PSP gezockt. Ultra geiles Game. Burnout. Die gesamte Reihe. Bis heute. Fantastisch. Die alten Need for Speeds. Bis heute fantastisch. Was gibt's noch alles? Gran Turismo 3. Allen voran, ja. Zocke ich ja immer wieder dann. Auch das super Game. Aber im absoluten Regelfall sind die Spiele auch genauso gut, wie ich sie in Erinnerung habe. Bro, der AMG ist gerade in der letzten Kurve irgendwie gefühlt 40 km/h schneller gefahren als ich. Was fährt er denn? Den W11? Hat den 2020er Mercedes aus der Formel 1 ausgegraben? Ui, der scheint zumindest pace-technisch ein bisschen, oder was die Kurvenspeed angeht, durchaus durch den aktuellen Ferrari getoppt zu werden. Zumindest in der letzten Kurve war der Ferrari irgendwie 6 km/h schneller. Da war die niedrigste Geschwindigkeit, die der Mercedes W11 hatte, 129 km/h. Die niedrigste, die der Ferrari hatte, 135 km/h. Wäre natürlich absolut verrückt, wenn die diesjährigen Formel 1 Autos jetzt ein paar Rundenrekorde brechen könnten. Fände ich halt krass. Würde mir aber auch ein bisschen im Herzen wehtun, weil ich den W11 so ins Herz geschlossen habe, weil das meiner Meinung nach ein so schönes Auto ist. Auch weil ich die Optik dieses Autos abgöttisch schön finde. Also es ist nicht nur so, dass meiner Meinung nach die Autos bis 2021 deutlich schöner sind als die jetzigen, weil auch deutlich aggressiver im Auftreten, sondern ich finde auch, die Lackierung war super schön. Weil heutzutage hast du der Formel 1 so viel von diesem offengelegten Carbon. Und das mag ich ehrlich gesagt gar nicht. Als
der 2023er Mercedes gezeigt wurde aus der Formel 1, dachte ich mir so, boah, geil, der wird wieder schwarz. Und dann, nö, ist einfach 80% Carbon von dem, was du als schwarz identifiziert hast. So, schade. Und dann siehst du quasi den alten Mercedes und denkst dir so, boah, schön. So schwarzer Lack sieht halt echt cool aus. Carbon sieht halt, finde ich, rein optisch immer so ein bisschen dullihaft aus. So. Es gibt... Es ist natürlich schön, wenn du Carbon-Elemente hast. Mein... Hier und da ein bisschen Carbon, zum Beispiel beim GT3S mit Weißdachpaket, ist natürlich geil, ist schön. Aber so voll Carbon, so... Wo es sich über riesige Flächen durchzieht, finde ich selten schön. Sagen wir es mal so. Jetzt muss ich überlegen, wo ich mit dem Gedanken war. Ja, den W11, den fand ich einfach schön. Ja. Heutzutage, finde ich, reicht es halt, unter den bestaussehenden F1-Autos zu sein, wenn eben nicht 80% deines Autos Carbon ist. Alpine. So, werte Damen und Herren, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei dieser Episode. Ey, ich fand dieses Auto als Kind sehr, sehr ikonisch. Wird es wahrscheinlich weiterhin auch bleiben, allein durch meine Erinnerung an GT3, aber in GT7 ist er nur noch ein Schatten von dem, was ich ihm zugesprochen hätte. Wie findet ihr den Nissan Pencil Skyline? Teilt es mir mal gerne in den Kommentaren mit. Würde mich wirklich, wirklich interessieren, gerade bei diesem Auto. Ich rufe ja selten zu Meinungsäußerungen auf, aber in dem Fall definitiv. Was haltet ihr von dem Auto? Ich habe mich sehr auf dieses Auto gefreut, bin ein bisschen ernüchtert jetzt rausgegangen. Ich hoffe, dass viele von euch schreiben, Dave, du täuschst dich. Das ist eigentlich ein ganz geiler Wagen. Aber ich glaube, befürchte, dass viele oder dass nicht viele das schreiben werden. Wie gesagt, eure Meinung in die Kommentare. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, Däumchen, Abo, bis demnächst.